Hallo und willkommen beim Vitamin-Talk von Veda Vero. Heute geht es um eines der aufregendsten, aber auch kompliziertesten Vitamine, das Vitamin K. Viele wissen, dass Vitamin K eine wichtige Rolle bei der Blutgerinnung spielt. Es aktiviert nämlich bestimmte Prozesse, die das Blut gerinnen lassen. Vitamin K ist also quasi ein Pflaster, das den Blutfluss stoppt. Daher neigen auch Menschen mit einem Vitamin-K-Mangel zu starken Blutergüssen. Das ist aber noch lange nicht alles, denn Vitamin K ist auch für starke Knochen von großer Bedeutung. Warum ist das so? Wie vermutlich die meisten wissen, ist das Mineral Calcium ganz entscheidend für die Gesundheit und die Stärke unserer Knochen. Aber es kann diese Wirkung natürlich nur entfalten, wenn es seinen Weg auch in die Knochen findet, und genau das ist die Aufgabe des Vitamin K. Es sorgt nämlich dafür, dass Calcium dorthin kommt, wo es hin soll, in unsere Knochen. Es unterstützt den Vorgang, umliegendes Calcium sozusagen wie ein Magnet anzuziehen und damit in die Knochen zu transportieren. Ohne Vitamin K würde sich das Calcium auch gerne in die Gefäßwände setzen und unsere Arterien verstopfen. Und das will natürlich keiner. Vitamin K gibt es in drei wesentlichen Formen: K1, K2 und K3. Vitamin K1 kommt vorwiegend in Pflanzen vor und hat eine Funktion bei der Blutgerinnung. Vitamin K3 wird nur synthetisch hergestellt und heute praktisch nicht mehr verwendet, weil es kaum aktiv ist und eine Reihe von Nebenwirkungen hat. Und deswegen verwenden wir auch die K2-Form für unsere Kapseln. Vitamin K2 kommt natürlicherweise in verschiedenen Lebensmitteln vor. Man findet es zum Beispiel in bestimmten Käsesorten, aber das kommt für Veganer natürlich nicht in Frage. Auch bestimmte Fleischprodukte wie Hühnerfleisch oder Rinderleber sind eine Vitamin-K2-Quelle. Aber das ist natürlich erst recht nicht vegan und auch nicht vegetarisch. Also weg damit. Aber zum Glück gibt es andere und aus unserer Sicht viel bessere Vitamin-K2-Quellen. Wir nehmen erstens das Bakterium Bacillus subtilis, zweitens eine Schale Sojabohnen, drittens einen schlauen Entwickler. Unser schlauer Entwickler kommt übrigens von der Firma Gnosis. Und fertig ist die gute Idee. Wir nehmen ein jahrhundertealtes Verfahren aus Japan, bei dem Sojabohnen fermentiert werden, und kombinieren das mit modernstem technischem Know-how. So erhalten wir ein außergewöhnliches Vitamin K2. Feine Sache. Vitamin K ist aufregend, aber auch kompliziert. Jetzt also Ohren auf. Es gibt verschiedene Formen von Vitamin K2. Sie werden nach der Anzahl der chemischen Seitenarme eingängig als MK7 bis MK13 bezeichnet. Diese verschiedenen K2-Formen sind in ihrer Wirkung recht ähnlich, aber die MK7-Form hat eine besonders hohe biologische Aktivität. Das heißt, sie kann besonders gut vom Körper verwertet werden. Daher ist MK2 die deutlich überlegene Form von Vitamin K2 und deswegen verwenden wir natürlich Vitamin K2 in der MK7-Form. Soweit alles klar? Prima, dann setze ich jetzt noch einen drauf. Auch das Vitamin K2 MK7 existiert wieder in verschiedenen Formen, die als Cis- und Transisomere bezeichnet werden. Die inaktive Cis-Form ist für den Körper mehr oder weniger wertlos. Trotzdem bestehen zahlreiche Vitamin K2-Produkte immer noch zu bis zu 70% aus wirkungslosen Cis-Isomeren. Aber natürlich nichts für uns, weg damit. Ein guter K2-MK7-Rohstoff sollte also einen möglichst hohen Anteil an sogenannten Transisomeren haben, denn nur diese Form kann der Körper verwerten. Natürlich sind unsere K2-Kapseln vegan, wie alle Vegavero-Produkte. Sie sind aber auch frei von Lösungsmitteln, Zusatzstoffen und ohne Gluten und Soja. Und wir lassen unsere K2-Kapseln von einem externen Labor umfassend testen. Und unser Rohstoff ist noch aus anderen Gründen einzigartig. Er wird im süditalienischen Pisticci produziert, ganz hier unten an der Sohle in der Region Basilicata. Außerdem ist der gesamte Produktionsprozess auf möglichst nachhaltige Bedingungen ausgerichtet. So werden leicht abbaubare Materialien eingesetzt und es wird viel Wert darauf gelegt, möglichst wenig Energie zu verwenden und die Menge entstehenden Abfalls so gering wie möglich zu halten.
So, jetzt wissen Sie also nicht nur, warum K2 so aufregend und so kompliziert ist, sondern auch, warum unser Vitamin K2 ganz besonders und wir ganz besonders stolz auf dieses Produkt sind. Bis zum nächsten Mal.